Ja, servus hier, Tabak- und Pfeifengenießer hier auf YouTube. Ich zerre immer noch an den gestrigen Treffen, was wir gehabt haben hier in Fürstenfeldbruck. Es war wieder einmalig, einfach klasse, einfach toll. Und damit möchte ich mich natürlich erst einmal herzlich bedanken an alle, die gekommen sind. Ich kann sie jetzt nicht alle Namen nennen, aber zum Beispiel der Mike aus Österreich mit seinem Freund Alex, gell, extra aus Österreich angereist, oder der Manfred aus Südtirol. Gell. Wie gesagt, es war wieder ganz, ganz toll. Und ich habe jetzt gar nicht einmal so viel schneiden müssen, weil ich die Atmosphäre ein bisschen so rüberbringen will, wie es war. Und habe da einfach mehr oder weniger die Kamera laufen lassen. Gell. Vielen Dank natürlich an die Gebrüder Bosch, die uns wieder so herzlich in ihre geheiligten Räume lassen haben und uns mit Kaffee versorgt haben. Gell. Und ja, anschließend ging es natürlich wieder ins Kolbingsheim. Und da haben wir schon gegessen. Schweinebraten, Schnitzel hat es wieder gegeben. Und war ein wunderschöner Tag. Gell. Mehr kann ich da gar nicht dazu sagen. Und Jürgen Kümpflein, da warst du ja auch dabei. Und ich habe so ein schönes Interview mit dir gehabt, aber irgendwie hat die Kamera gesponnen. Du bist zwar noch mit drauf, was schön lächelst, aber leider das ganze Interview, irgendwie muss da die Kamera ausgefallen sein. Wie gesagt, ich habe mich selber so geärgert, aber ist halt so, leider nicht drauf, Jürgen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ja, dann ist da einer gekommen, und zwar aus Franken, auch der Franz Worsch. Und der Franz Worsch ist einer, ja, ein Original, gell. Der ist da auftaucht mit dem Firmenfahrzeug, Original Zimmermannstracht, und der hat mir gesagt, dass er das also immer anhat, gell. Also in der Nacht, wenn er schläft, natürlich nicht, aber er läuft eigentlich immer so rum, in der Arbeit und auch privat, gell. Ganz toll, dass du so zu deinem Beruf stehst, und lieber Franz, heute kein Bier, gell. Weil du zu mir gesagt hast, dass ich ständig irgendwelche alkoholischen Getränke habe, wenn ich ein Video mache. Das stimmt nicht, schau, jetzt ein Tee, gell, habe ich, weiß nicht, ob man sehen kann. Kein Kaffee, Tee. Ja, und dieser Franz Worsch ist ja so ein Original. Ich weiß es nicht genau, 150 oder 170 Pfeifen hat er, aber ausschließlich Manga. Ich glaube, zwei oder drei andere so Baustellenpfeifen, aber sonst hat er alles von Manga. Und ich glaube, der kauft euch zusammen, was der macht. Gell. Also, irrer Typ. Hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Gell. Ja, besonders bedanken möchte ich mich auch noch bei meiner Evi. Evi, du hast dich sehr toll eingebracht. Gell. Ist ja nicht selbstverständlich als Nichtraucher in einer so verquanten Bude drin zum Sitzen, aber vielen, vielen Dank, gell, dass du meine Leidenschaft da auch so toll unterstützt. Ja, jetzt will ich gar nicht lang rumquatschen. Das Video ist doch ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr bleibt dran und habt ein bisschen Spaß dabei. Ja, ich bedanke mich nochmal wirklich bei allen, die gekommen sind. Es war eine riesen Gaudi, und wir wiederholen das auf alle Fälle. Gell. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Kommentare werden natürlich alle beantwortet, wenn auch nicht sofort, weil ich habe ein bisschen was zum Tun. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ich lade jetzt das Video hoch und bin dann wieder weg. Gell? Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern. So, jetzt sind wir schon ein bisschen früher beim Bosch. Und der Adrian ist auch wieder da. Adrian, freut mich, dass du da bist. Gell? Danke. Super. So. Freue mich. Und? Fisch, oder? Ein Fisch müsste da sein, gell? Oh, voilà. Und ich nehme mich auch mit. Die Schallplatten, die haben wir. Die Schallplatten, die haben wir raus. Die Musik brauchen wir nicht hören. Und die nehme ich auch noch mit. Weil ich nicht da war. So.
Grüße dich. Servus, Renato. Servus. Ich hab doch gewusst, dass du einer der Ersten bist. Du, einer von der Ersten. Oder respektive einer der Zweiten. Ein Franz ist auch auf Besuch mit Zimmermanns Kluft. Dasselbe gleiche. Okay. Ich grüße dich. Nächste ist ja da, der Franz. Franz, freut mich, dass du bist, gell? Ja, ich freue mich auch. Ich bin der Lörke. Der Lörker, Franz. Aus Rot. Super. Also super. Machen wir uns einen schönen Tag heute, gell? Jawohl. Danke. Grüß euch, servus, hab ich dir. Passt. Passt. Sowieso. Schön, dass wir wieder rein haben dürfen bei euch, gell? Ja, gern. Ja. So, jetzt fühlt sich das Ganze schon langsam. Ja, genau. Sascha Luck aus Mering, gell? Hallo. Peter Beiler ist auch wieder da mit seiner Frau. Und natürlich der Jürgen. Hallo, servus. Hallo, wie geht's? So langsam fühlt sich das Ganze. Ja, servus miteinander. Stell dir mal vor, du. Servus. Ich bin der Manfred, Südtirol. Südtirol, super. Michael, ich grüße. Michael kennen wir ja, gell? Michael, schön, dass du auch wieder da servus, bist. Servus, ich bin der Michael aus Nähe von Donauwörth. Genau. Ja, jetzt füllt sich das Ganze schon langsam. Jetzt ist auch schon da, gell? Werden wenigen, einer der wenigen Sitzplätze ergattert. Ja, und die geringste Anreise. Genau. Ich habe neulich auch wieder meine. Wieder ein Lurker. Stell dir mal vor. Mein Name ist Peter Kuhn. Ich komme aus Untergrubenbach in der Nähe von Heilbronn und wohne mitten in den Weinbergen. Super, freut mich, dass du bist, gell? Ja, da werden wieder Haufen Proben da, gell? Mhm. Lecker, lecker. Also Freunde, vielen Dank, dass ihr so zahlreich wieder erschienen seid, gell? Dann würde ich mal sagen, trinken wir mal miteinander, oder? Also, Prost! Zum Wohl! Mike, Prost! Ziggi, zaggi, ziggi, zaggi, hoi, 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 ziggi, hoi, ziggi, hoi, ziggi, hoi, hoi, hoi. Schön haben wir es wieder einmal. Exil-Schweizer. Jawohl. Gut, Essen noch geschmeckt. Wunderbar. Wunderbar. Bei euch auch? Alles. Wunderbar. Schweinebraten, Schnitzel geschmeckt. Wunderbar. Jetzt muss man nur einen großen Spaziergang machen und dann ist das weiter weg. Genau, die hat es auch geschmeckt, oder? Ja, alle, danke. Super. Der Schau hat schon wieder nicht aufgegessen, ihm hat schon wieder nicht geschmeckt, oder wie? Ja, das ist Grünfutter. Tabak ist mein Gemüse. Lassen Sie mir den Teller ja geben. Da, wo die Kunden sind, da musst du halt hin. Kommen die Kunden nicht zu dir? Nein. Sind wir mal an, der Schweinsbraten hat getaugt, oder? Prost Helmut, ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Super. Aber ich will halt nicht so werden wie du, deswegen trinke ich Wasser. Okay, das kann ich auch grundsätzlich, gell? So Mike, ich habe ja gesagt, ich freue mich, dass du auch wieder da bist. Essen war super und voll leibend, sehr toll. Gell? Danke. Dein Freund hast du das mal auch mitgenommen? Servus, gell? Falls da, oder? Camera shy, ja. Ja. Super. Ja, ganz eine eigene Atmosphäre. Gell, schon. Ja. Ja. Eine freundliche Leihgabe von unserem Helmut wird jetzt getestet. Kannst du gerne mitnehmen, kein Problem, wenn dir das schmeckt. Nein, ich bin bloß probieren. Okay. Vielen Dank fürs Mitbringen. Alles klar. Jetzt, Helmut. Wir zwei treffen uns jetzt dann einmal, gell? Ja. Haben wir gesagt. Da komme ich auf. Da sind etliche Projekte mit dir am Laufen. Gemeinschaftsvideo. Ja, einmal ein Interview und einmal das Wettessen, ein Würstchen, ein Bier um deine Ape. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich da drauf einlasse. Eine ganz sichere Sache, wenn das günstig sowieso du. Ja.
aber bestimmt. Lieber Christian, die sieht man ja gar nicht mehr in dem Video. Geht das keine Zeit mehr, oder? Keine Zeit. Das ist aber leider vorbei. Was heißt vorbei? Aber momentan nicht zu schaffen bei mir. Alles nicht zu schaffen. Aber ich freue mich, dass du auf jeden Fall raufgefunden hast. Geht's noch? Ja, hat gut drauf gepasst bei mir. Von der Zeit. Und einwandfrei wieder. Super. Den Fürsten Feldbruch. Vielen Dank fürs Kommen, gell? Ja, ist gerne. So, Zimmermann, ich verzeih, was ein Schwank aus deinem Leben. Jetzt tut der mich schon wieder filmen. Ja, ich bin ein Zimmermann und ich bin ein Zimmermann. Ich bleib ein Zimmermann. Juhu! Jawohl, sauber. Außen Morsch, vielen Dank. Sag das noch einmal, weil falls das nicht gescheit drauf ist. Mein Name ist Franz Worsch, innen hohl und außen morsch. Prosit! Prost, Franz! So, erzähl mal was. Ja, ich bin der Sascha. Ich bin heute das erste Mal hier beim Pfeifentreffen in Fürstenfeldbruck und es gefällt mir sehr gut und sag danke an den Helmut, der das hier alles organisiert hat. Ja, super gemacht. Ich sag danke, dass du gekommen bist, gell? Gerne. Essen war super, oder? Essen war super. Alles klar. Ja. Hoffe, dass du beim nächsten Treffen auch dabei bist. Mit Sicherheit. Und ich hoffe, dass noch ein paar andere mitkommen. Die werde ich noch animieren. Okay, alles klar. Super. Jetzt. Schönen Dank, dass wir ein Pendant haben im Süden zu Loma und die ganzen nordischen Fischköpfe. Schauen wir mal, was da für Kommentare kommen. Und du fühlst dich auch wohl, oder? Ja, super, Helmut. Herzlichen Dank für die Einladung. Ach, werde ich doch. Bist du froh, dass du gekommen bist? Ja. Erste Mal hier. Essen hat auch geschmeckt. Weißbier schmeckt auch, oder? Genau. Super. Keins, ja. Ja, dann hoffe ich, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es klappt. Ja? Alles klar. Ja, dann macht er eine Brotzeit. Was hast du denn da gut? Selbst macht der Schmeizler. Kraterblock. Der gute Krater. Super, der ist wirklich gut. Das ist einer der besten, die ich persönlich kenne. Das ist schon. Und Wiedemann kannst du nichts falsch machen. Und euch gefällt es auch, oder? Alles gut. Alles gut? Ja, klar. Leider nur zu. Du wartest, bis du was Gutes kriegst, oder? Bis er sich hier hergeschnitten hat. Ja. Mundgerecht. Mundgerecht. Ich warte, bis man es mundgerecht hergekriegt hat und dann kann ich das rauchen. Oder schnupfen. Oder schnupfen. Wenn er es recht klar schneidet, dann kannst du schnupfen. Kauen ging noch, aber schnupfen. Ja, Klaus, was bringst du denn alles für Kleinigkeiten daher? Haben wir total vergessen. Zum Probieren halt, aber nicht also, zum Mitnehmen wäre wohl. Aber nicht die ganze Dose mit geben. Alles klar. Darf man uns da Weißbier? Ja, bitte. Unser Südtiroler genießt sein Pfeifferl heraus, ja. Gell? Schweinsbraten war super. War der gut? Ja. Gefällt es dir auch, oder? Ja, logisch. Das heißt, du kommst auch wieder, oder? Wenn es geht, ja. Super. Gerade nicht den größten Schnee, aber... Ja, gut. Das letzte Treffen im Februar, das war schon sehr zapfig, gell? Ja, ich stand schon so einem Plan gehabt, aber eigentlich, wenn es noch schneit, bin ich wieder besser. Bald. Alles klar, super, gell? Ja, danke dir, dass du gekommen bist. Bitte schön, gerne wieder. Mein Lieblingsschweizer. Und halt wie immer, Helmut. Tolle organisiert, wieder vom Feinsten. Und viele neue Gesichter haben wir heute. Ja. Lörker. Ich selbst wurde ja begrüßt. Ich als Oberlörker. War richtig schön. Haben sie mir so Komplimente gemacht. Interessant. Nein, schön. Es war wirklich schön. Und es hat auch ein ganz toller heute dabei. Ich bringe die Nummer 18, wenn nachher kommt, so wie du das ausschüssen. Muss ich? Ja, muss ich. Vielen Dank, dass ihr bei uns gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt jeder einen Kaffee gekriegt. Und es hat euch gefallen bei uns. Und danke natürlich für die Einkäufe bei uns. Das ist auch sehr schön von euch, dass ihr dann immer schön bei uns einkauft. Ja, heute gibt es eine Verlosung. Wir werden heute den schönen Pfeifenstopfer verlosen. Das ist ein Zauberpfeifenstopfer. Also hier ist er fest, man weiß gar nicht, was das genau ist. Aber man kann ja dann hier aufschreiben, man hat da einen Stopfer drin. Und auf der anderen Seite schreibt man auf, dann hat man einen schönen Auflocker da drin.
Er nimmt außerordentlich schönen grün aus Holz. Ja, das hat jeder losgerippt, hoffe ich. Ja, eins mit zwei Nummern drauf, ist das gültig? Ja. Die zwei Nummern gehören 6 und 9. 6 und 9. Der kann nicht lesen, der Mann. Schluss, also. mach einfach weiter. Oh ja, 6 und 6, ich habe die doppelte Chance. 6 und 9, das ist natürlich auch. 69. Also ich kann natürlich jetzt auch nicht genau sagen, was 6 ist. Ich kann es genau sagen, 6 oder 9. Ich ruf schon auf. Dann müssen wir mal schauen, weil... Nein, wir schauen nicht lang. 6 und 9 gehen. Ja! Dann machen wir es gleich anders. Wer hat... Auch eine 6 und eine 9? Ja. Ich! Ja, du hast ja nur eine 6 oder eine 9. Immerhin zwei. Was muss er sonst noch los da sein mit einem 6er oder einem 9er? 6er habe ich. Ah, nur der 6er. Dann müsst ihr jetzt nicht so eigentlich ausmachen, wer die 6er haben will. Oder 9er. Oder wer lieber 9 haben will. Ja, dann verzichte ich auf den Pfeifen. Aber du hast ja deine Frau da, also hast du 6. Dann nehme ich. Dann nehme ich die deinen Hinfein. Da weißt du die neue weiter schenken. Ich habe jetzt bloß einen Ausdruck so. Ich schlange es einfach mein Gäppel rein. Nimm einen Schein raus und die letzten beiden Ziffern, wenn das jetzt 01 ist, wäre es die 1. Wenn es 16 ist, ist die 16 und so weiter. Dann schauen wir mal, wer zuerst gewonnen hat. Das schreibe ich auf, das habe ich bis morgen vergessen. So. Oh, 34 gibt es nicht. Ja! Ja! Dann gehen wir dann anderen. Ja. So viel habe ich da gar nicht drin. Ja, so haben wir nicht. 13! Juhu! Ja, wieder ich! Ist ein 13er dabei? Ja, ist dabei. Muss er sein, oder? 13 müsste eigentlich ausgeteilt sein. Ist 21? Ja. Okay. Wer hat das los mit der Nummer 13? Ich schreibe noch auf. Geht da? Hör mal. Na? Ja. Ja. 21 Leute hat er die Nummer 26. Das ist aber schon komisch. Muss er oder haben? 13 muss er oder haben? Das ist 13, wie lange läuft. Das ist drin. Das ist 15. Also wenn es keine will. Nach 9 raus. Ja, wenn die 1 von der 5 wegkommt, ist dann ja gehen wir von vorne herein. Die erste zählt natürlich nicht, weil das immer 1 ist oder immer 2. 6. Jetzt lass ich nicht mal den. 23. Ja. Wer hat die? Gratulation. Dankeschön. Sauber. Sag aber das Ding genau her. Super. Stopfen. Und? Dumm. Genau, mehr braucht man nicht. Perfekt. Ja. Super. Auch natürlich. Ja. Prima. Und ich danke jetzt einfach mal Helmut Horster, glaube ich. Ja. Immer noch, ja. Dass er das wieder so schön organisiert hat. Danke, Helmut. Alles klar, ja. Wir bedanken uns bei euch, bei deinem Bruder und bei dir. Für die Gastfreundschaft. Bis alles ins Jahr 2019. Genau. Alles klar. Alles klar. Für euch, Servus. Ja, Dankeschön. Danke. Oder geht dahinter, genau. Ja, auch schon festgestellt, dass da ab und zu einmal Kämpfe gibt zwischen Aromaten und Nicht-Aromaten. Freunde, wacht einmal zu. Der Schau möchte uns was vorlesen von Hans Niemann. Wacht einmal, der Schau möchte uns was. Zwei Bestimmungen aus der USA. Also der Hans Wiedemann kann heute nicht da sein. Er wäre auf jeden Fall heute da gewesen. Das ist ein großer Teil meiner Schuld, weil ich ihn jetzt so beschäftigt habe in den letzten Tagen. Er hat aber einen kurzen Text verfasst, um euch alle herzlich zu grüßen, den ich dann jetzt hier kurz verlesen möchte. Hi, liebe Pfeifenfreunde, langsam wird es ernst. Speyer steht bevor. Traditionell werde ich auch wieder in Speyer eine Neuheit präsentieren. Ich möchte heute ein tolles Stück Teamarbeit vorstellen. Zusammen mit Jean, Dennis und Christian vom Forum Pipe Dreams haben wir einen Forum-Haustabak kreiert. Der Pipe Dreams Soraya ist ein wahres Zauberkraut, gemischt
aus feinsten Orient-Tabaken, welche mit süßem Virginia Ready Rubbed und schokoladigem Burley abgemischt wurden. Als Salz in der Suppe kommt noch ein Hauch Perique und Black Cavendish mit in den Zaubertopf. Die Mischung präsentiert sich mittelkräftig mit einer großen Bandbreite an Geschmacksnuancen, die immer wieder changierend in ein geschlossenes Geschmacksbild münden. Würzig, ätherisch, frisch und zugleich angenehm süß mit schokoladigen und pfeffrigen Hintergrundnoten. Ein Blend, der ohne weitere Konzentration genossen werden kann, der sich aber auch bis zur letzten Nuance erarbeiten lässt und in keinem Augenblick beliebig ist. Ich kann nur jeden herzlich einladen, das Zauberkraut in Speyer zu probieren, um die Sinnlichkeit orientalischer Tabak zu erfahren. Also auf nach Speyer zur Pfeifenmesse mit Herz, ein tolles Event rund um die Pfeife und Tabak. Ich freue mich auf euch. Ganz liebe Grüße, euer Hans. Bravo. Das ist doch mal eine Ansage. Ja, schön. Jawohl. Das ist eine Ansage, genau. Also, um was ging's? Renato, was wolltest du noch wissen? Ich wollte wissen, um was ging's jetzt da überhaupt? Ich möchte auch ein badischer Wein. Ja. Und bayerisches Bier. Das kannst du ja nicht mal zum Kochen benötigen. Badischer Wein. La 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 la. Badischer Wein. Das kannst du vom Schweizer Wein nicht ziehen. Nein, da trinken wir und genießen ihn. Ja. Da fliegt er aus. Sorry, Matthias. Sorry. Aber was war, es ist einfach wahr. Schau dir das an, Matthias. Schau dir das an, wie die Pfeifen ausschauen. Gottes Willen, nein. Schöne Grüße nach Hessen. Ausnahmsweise mal ein Mangerpfeifen. Die steht. Drum kann ich ja auch keine Videos einstellen. Na, ich denke ja sofort schreiben. Matthias Thielmann hockt wieder da und sagt, eine Dunhill mit der Nummer so bla bla bla. Ich muss da sagen, so, da haben wir jetzt Manger. Und da habe ich jetzt ausnahmsweise exceptionell mal, die der Franzose sagen, jawohl, da habe ich ja Mangerpfeifen. Jawohl, lass mal gucken. Und mit einer Shape-Nummer, Fehlanzeige. Das ist Handmade. Da steht Handmade und Mangel. Ja. So. Dann musst du halt die Bestellnummer dann, dann jetzt pass auf. Jetzt lass mich überraten. Lass mich kommen. Ich behaupte, es ist ein. Jetzt kommt was. Jetzt habe ich ganz was gemacht. Ein Mango! Ich glaube es nicht. Ein Mango schon lange nicht mehr gesehen. Mein lieber Scholli. Und Shape-Nummer? Kannst du die aussuchen? Ich suche sie aus. 6. Und so könnte ich da praktisch ein Video machen mit 4 Stunden und ich habe keine einzigste Shape-Nummer preisgeben. Aber der Kong ist da, du kriegst die Ausnummer. Du kannst ja dann 9 drauf machen oder 6, dann kannst du da umdrehen. Wir drehen. Lass mich mal noch raten, was in dem Beutel drin ist. Ich habe keine weiteren Mangerpfeifen. Jetzt hat er eine Bruchlandung gemacht. Ja. Ich habe hier noch 2 Nicht-Mangerpfeifen. Eine Sacrileg. Aldo Morelli Baustellenpfeife mit Agrümmundstück. Okay. Da könnte ich nicht. Na, da kann ich mit einer Shape-Nummer auch nicht aufwarten. Oder das geht auch gar nicht. Mit Alkohol. Und da habe ich noch einmal eine Molina, auch Agrümmundstück. Und ich kann wieder nicht mit einer Shape-Nummer aufwarten. Also, total langweilig fürs Video. Aber Frauen schmecken da ganz alle, oder? Sie schmecken mir hervorragend. Und so soll es sein. Und vor allem kann ich ruhig schlafen, weil ich kein Vermögen ausgeben kann. Jawohl. Ein schönes Stück, ja. Sehr schön. Ja. Franz, pass auf, die Glande, da ist weg. So, und jetzt lass mich mal schnell mischen. Dann mach meinen Finger weg. Super.